Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen weiterspielen nun. Wir müssen immer noch Celebi und Dialga finden. Und eieiei, es ist ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Und ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ey. Das ist ja mega abgefuckt. Ach Gottchen, naja, egal. Okay. Ich muss mich wieder beeilen. Beziehungsweise, ich muss mich in dem Spiel ja gar nicht beeilen. Je schneller ich hier durchgehe, desto, ne? Also, die Zeit geht ja nicht schneller rum. Wenn ich hier 20 Minuten aufnehme. Oder schnell 20 Minuten aufnehme, das macht ja keinen Unterschied. Aber naja. Toll. Genau. Ja, genau. Es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt 20 Minuten schnell aufnehme oder 20 Minuten langsam. Es sind 20 Minuten. Ah. Dumm. Egal. Gut. So. Okay. Apfel. Noch ein Apfel. Alter, viele Äpfel. Holy shit. Und ich habe das Gefühl, die Bonus-Episode ist bald vorbei. Irgendwie echt. Also, ich weiß nicht. Wir sind jetzt bald da, wo Celebi und Dialga sind. Glaube ich mal. Und das heißt, so viel müssen wir eigentlich gar nicht mehr machen hier. Ist ein bisschen... ja, doof. Weil mir die Bonus-Episode wieder so mega kurz vorkommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir jetzt gemacht haben. In der Bonus-Episode. Dafür, dass sie eigentlich wieder viel, ich glaube, 2,5 Stunden oder 3 Stunden dauern soll, ne? Ja, ich glaube schon. Aber naja, okay. Kann ich mitleben, ist es halt so. Komm schon. Mach irgendwas, danke. Okay, ja, ich habe auch wieder nichts zu erzählen. Mann, das ist so ätzend. Aber es ist bald Weihnachten, Leute. Es ist bald Weihnachten, morgen ist Weihnachten. Ja. Ich freue mich so, Das ist nicht dein Ernst, Würfenst. Hör auf, anzugreifen. Ich will nicht, dass die Lebersamen weg ist. Dein Ernst? Okay, zack. Gut. Ja, bald ist Weihnachten, Leute. Bald ist Weihnachten, morgen ist Weihnachten. Schöne Sache. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Das ist unglaublich. Ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist schön. Schöne Geschenke. Und... bisschen zusammensitzen. Schön was essen vorher noch. Dieses Jahr machen wir leider kein Raclette. Das ist ein bisschen schade. Sonst haben wir Weihnachten, glaube ich, nochmal Raclette gemacht. Oder war es Silvester? Ich weiß es nicht mehr genau. Weihnachten oder Silvester. Eins von beiden haben wir immer Raclette gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Raclette kennt. Raclette ist so... wie erklärt man das? Es ist so eine Art kleiner Mini-Grill. Oder Mini-Backofen, keine Ahnung. Das ist so ein Gerät, stellt ihr in die Mitte des Tisches und dann habt ihr oben eine Platte, die ist warm, da könnt ihr ein bisschen Fleisch drauf brutzeln lassen. Oder ihr habt außerdem, oder ihr habt Pfannen. Das sind so eine kleine Mini-Pfannen. Da könnt ihr dann alles mögliche drauflegen, was ihr wollt. Irgendwie, keine Ahnung, Mini-Würstchen, Kartoffelstückchen, Käse über oben drauf oder Ei oder so. Und dann schiebt ihr die Pfanne da unten in diese Fächer rein, wo die Pfannen halt hingehören. Und dann brutzelt das so vor sich hin. Und irgendwann habt ihr so eine schön warme, mit Käse übergossene, überbackene Pfanne. Und es ist einfach, es ist todeslecker. Hatte er das zweimal? Ich hau ab hier. Wir hauen ab. Wir hauen eindeutig ab. Trifft Zippeli. Belebersamen aufgehoben? Okay, du hast Belebersamen aufgehoben. Definitiv. Ah, okay, dadurch... ah, okay. Okay, dadurch steigt das Angriffstempo. Die Agilität. Okay, alles klar. Ja.
Und es ist mega lecker, Raclette. Und ja, dann machen wir das. Wir machen das seit Jahren so. Wir setzen uns dann abends irgendwann um 19 Uhr, 18 Uhr oder so halt zum Tannenbaum auf unser Sofa und so. Und dann würfeln wir unsere Geschenke. Also nicht die Art unserer Geschenke, sondern wir würfeln halt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wir machen das halt so. Jeder würfelt oder sucht sich eine Zahl aus bei einem Würfel, bei den Würfel. Und dann würfeln wir abwechselnd immer. Und wenn man seine Zahl gewürfelt hat, dann darf man sich ein Geschenk nehmen und auspacken. Und ja, das machen wir seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren so. Das machen wir seit Ewigkeiten so. Ja, und so. Ja. Wir sind wohl durchgekommen. Ich glaube, die Zubiris befinden sich direkt voraus. Lass uns achtsam weitergehen. Nö. Ja, hier ist doch locker das Ende. Ich erinnere mich noch. Oder nicht? Oder verpeile ich gerade was? Mann. Das ist... Na, das sieht aus wie der tiefste Teil dieses eisbedeckten Waldes. Da drüben. Dort kann ich eine bemerkenswert große Eissäule erkennen. Ich habe ein merkwürdiges Gefühl. Ist das? Nein! Reptain dort! Dort drüben! Genau hinter den vier riesigen Säulen. Kannst du es sehen? Ja, kann ich. Sieht fast so aus, als ob jemand ohnmächtig am Boden liegt. Komm schon. Ah, das ist... Celebi. Celebi, kannst du mich hören? Ich bin's, Reptain. Hätte ich mal gefangen? Warte, ein Spirit Can, gleich nebendran. Das bedeutet... Kripok. Ah, Kripok, du. Warum hast du Celebi das angetan? Du liegst falsch. Ganz falsch. Das war nicht unsere Tat. Schluss mit der Herumlügerei. Erklär uns lieber, warum Celebi so da liegt. Das hast du mir früher auch schon einmal angetan. Daher weiß ich, dass du es warst. Wenn du nicht Celebi so zugerichtet hast, wer soll es dann gewesen sein? Was? Irgendetwas fühlt sich hier gerade komisch an. Warum nur? Ich verstehe nicht, warum. Als ob jeder Nerv meines Körpers zu kribbeln anfängt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Meine Instinkte sagen mir, dass etwas gerade ganz verkehrt läuft. Nur, woher kommt dieses Gefühl? Du liegst falsch. Bitte glaub uns. Will mir dieses übermäßige Gefühl der Furcht etwas mitteilen? Was genau habe ich noch nicht verstanden? Woran habe ich nicht gedacht? Reptain. Celebi, du bist aufgewacht. Warte, du hast mir aber... Da hast du dir aber eine sonderbare Zeit zum Aufwachen ausgesucht. Würden wir dich fliehen lassen, dann... Lass Celebi gehen, Kripok. Wenn du es nicht gehen lässt, wirst du es erleben. Zwinge uns nicht, Gewalt anzuwenden. Wenn die nicht näher kommen. Was? Oh Gott! Ja, haben wir dich! Meine Kraft. Ich verliere meine Kraft. Das ist... Wir können jetzt gehen, oder? Unser Job hier ist erledigt, also machen wir uns auf den Weg. Dort, hinter Reptain. Es ist 12 Fenst. Wir können gehen, nicht wahr? Was? Was sagst du da? Reißt es zusammen, Kripok. Ja, reiß dich zusammen, Kripok. Bleib doch noch ein bisschen bei uns. Okay. Scheiße. Als ob. Na, Zwölfens, du. Was geht dir vor sich? Hör gut zu, Reptain. Dieser neue Gehilfe von Meister Dialga. Niemand hat eine Ahnung, wer es ist. Was? Alles. Wirklich alles ist so gelaufen, wie ich es geplant hatte.
Der Eiszapfenwald ist ein besonderer Ort. Wenn du lange genug den Ladungen dieses Eissäulen ausgesetzt bist, bleibt dein Körper als leere Hülle zurück. Dich in die Mitte der vier Säulen zu lotsen, war überraschend einfach. An der Stelle ist die Kraft am konzentriertesten. Ja, leere Hülle? Mein Plan so effizient und elegant. Großartig. Reptane. Ich krieg die Stimme gar nicht hin, ey. Ich habe dich hierher gelockt. Sobald dein Körper nur noch eine leere Hülle ist, werde ich von ihm Besitz ergreifen. Und in deiner Gestalt werde ich in die Vergangenheit zurückkehren. Was? Wenn Reptane in die Vergangenheit zurückkehrt, dann werden Doki und Dragon sich wahnsinnig freuen. Glaubst du nicht auch? Sie werden keinen Verdacht schöpfen und dich, oder wohl eher mich, als alten Freund willkommen heißen. Wie bedauernswert, dass die beiden die Schönheitsfehler vor lauter Freude gar nicht mitbekommen werden. Der Körper von Reptane wird durch mein Bewusstsein gesteuert werden. Alles, was wir bisher gemacht haben, hat das hier nur vorbereitet. Um ehrlich zu sein, ist der neue Gehilfe. Das ist dein Körper, Reptane. Genau im Grunde bist du es. Nein, Zwirfins. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, wann hast du das alles geplant? Du und ich sind zusammen aus der Vergangenheit in diese Welt zurückgekehrt. Du hattest doch gar nicht genügend Zeit, dich zu Biris einzuweihen. Doch, es gab einen Zeitpunkt. Im Augenblick nach unserer Ankunft in dieser Welt, als wir den Zubire zum ersten Mal begegnen. Naja, Zubire. Na, sie haben mich schon aufgespürt. Ich muss hier weg, so schnell wie möglich. Aber Zwirfins war zu diesem Zeitpunkt noch bewusstlos. Ich dachte, ich sei als erster von uns beiden aufgewacht. Aber so war es nicht. Es war vielmehr andersrum. Zwirfins hat vor mir das Bewusstsein wiedererlangt. Also stand er auf und sprach mit den Zubiris. So ein Wiederplan. Nee, du hast aber ganz schön lange gebraucht, dass du durchblicken, Reptane. Ja. Reptane. Du warst die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Aber deine Zeit ist abgelaufen. Und wenn ich erstmal die Kontrolle über deine leere Hülle erlangt und die Vergangenheit erreicht habe, dann wird es ein Kinderspiel sein, Doki und Dragon endlich auszutricksen. Nun, gib schon auf, füge dich deinem Schicksal. Ja. Ja, war ich zu vertrauensselig? Ich dachte, ich könne dir, aber ich habe dir geglaubt. Das stimmt, Reptane. Der Punkt, an dem du wirklich angreifbar bist, ist deine Vertrauensseligkeit. Ich habe es bereits gesagt, aber ich wiederhole es gerne, um es klarzustellen. Ich verabscheue dich. Selbst als ich dich beschützte. Das war alles im Sinne meines Plans. Du Feigling. Sag du nur, was immer du willst. Aber ihr müsst am Ende einsehen, dass ihr verloren habt. Ihr habt verloren, weil du, Reptane, mir vertraut hast. Nein, das glaube ich dir nicht. Ich habe mich nicht geirrt. Ich vertraue dir immer noch. Habe ich richtig gehört? Du sagst das nach allem, was ich dir angetan habe? Du hast ja noch immer Vertrauen in mich? Ja. Trotz allem weiß ich, wie es in deinem Herzen aussieht. Zwirfinst. Einen Moment lang haben wir uns verstanden. Einen solchen Anblick gab es nicht zwischen uns. Augenblick. Oh doch. Ich bin mir ganz sicher. Während unseres Abenteuers, als wir uns durch die Dungeons gekämpft haben und uns all den Herausforderungen stellten, während du an meiner Seite warst, währenddessen habe ich gespürt, wie sich deine negativen Gefühle in Luft auflösen. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Ich verabscheue dich.
Und diese Abscheu ist alles, was du gespürt haben kannst. Na, versuch dich mal etwas gründlicher zu erinnern. Es geht nicht nur darum, was ich gespürt habe. Ich bin sehr achtsam. Und trotz meiner Achtsamkeit entschied ich mich während unseres Abenteuers dafür, dir zu vertrauen, weil ich dein wahres Ich erkannte. Ein Charakter, geprägt von Teamgeist und Verantwortung. Ich habe es genau gespürt. Dein wahres, edles Ich. Wahres, edel. Mein wahres Ich. Mein. Du hast Schattenjäger deine ergebende Treue gelobt. Deswegen versuchst du, diese Welt der Dunkelheit zu beschützen. Aber dieser Ehrgeiz nährt sich allein aus deiner Furcht vor dem möglichen Verschwinden. Aber ganz im Ernst, reicht das denn aus? Nicht zu verschwinden von dieser dunklen Welt? Ist das wirklich eine Absicht, Aussicht, für die es sich zu kämpfen lohnt? Der Sinne des Daseins. Denk nochmal darüber nach, wonach es sich zu streben lohnt, Zwölfinst. Wonach es sich zu streben lohnt. Der Sinn. Solange ich etwas erreiche, bin ich ein leuchtendes Beispiel für andere. Ich möchte, dass andere mich und meine Taten wahrnehmen. Wenn ich also etwas wirklich Wichtiges erreiche, würde dies auf jeden Fall bis in die Zukunft hineinreichen. Nein, nicht nur bis in die Zukunft. Auch bis in die Zukunft von Dragon und Doki. Ich weiß, dass zwischen uns eine enge Verbindung besteht. Durch sie bestehen meine Taten fort. Und die Auswirkungen meiner Taten können andere inspirieren. Wenn ich also verschwinde, werden meine Taten fortbestehen. Somit, das würde doch bedeuten, dass meine Taten Bestand haben, nicht wahr? Auch wenn ich verschwinde, ich wäre immer noch hier. Meine Taten würden für sich sprechen. Auch wenn ich verschwinde, meine Taten würden für sich sprechen. Nee, erinnere dich, Zwölfinst, daran, was ich im Dungeon gespürt habe. Dein wahres Ich. Mein wahres Ich. Das ist nicht mein wahres Ich. Du irrst dich. Meister Zwölfinst, ist alles in Ordnung? Seid still. Kann es sein? Sind die Gedanken anderer vielleicht in mein wahres Ich geflossen? Vielleicht die von Riptane? Nur, dafür ist es jetzt zu spät. Meister Zwölfinst! Zobiris. Das geht auch für euch. Habt ihr euch nie Gedanken über die Zukunft oder einen Neuanfang gemacht? Schattenjäger zu dienen und die ganze Zeit in Dunkelheit zu verbringen. Wollt ihr das wirklich? Zobiris, was sagt euch euer Herz? Euer eigener Stolz, habt ihr ihn nicht schon aufgegeben? Die Entladung wird stärker. Das halte ich nicht aus. Meine Kraft, sie schwindet dahin. Wenn es so weitergeht, kann Riptane nicht mehr. Krippuck. Nee. Das kannst du nicht zulassen. Du kannst dich bewegen, nicht wahr? Unternimm etwas. Oh nein. Mir wird schwarz vor Augen. Mein Körper. Nur noch eine Hülle. Mein Bewusstsein. Ich verliere das Bewusstsein. Mein Bewusstsein. Ein Körper. Letztendlich verloren. So, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Eiskalt. Es ist halt, ja. Wir beenden hier den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.